Hallo und schön, dass du da bist zur Krebslegung für den November 2024. Wir schauen gleich rein mit dem Licht- und Schattentarot für dich in den kommenden Monat. Und zwar schaue ich auf Liebe, Partnerschaften, Beziehungen, Begegnungen, die sich bei dir hier in diesem Monat jetzt zeigen möchten. Diese Legung kann natürlich auf dich zutreffen, wenn du im Sternzeichen Krebs bist, aber auch wenn dein Mond, Aszendent, Mars oder Venus im Krebs steht. So, was haben wir hier? Der Turm. Irgendwie ist der November irrsinnig explosiv. Also bei allen Legungen zieht sich so ein roter Faden durch, der im November hier noch sehr, sehr explosiv ist. Ich vermute ganz, ganz stark, dass das hier natürlich, wir haben eine geballte Planetenkonstellation jetzt mit allen Planeten, die sich hier begegnen, aber auch vor allem, dass das hier die letzte Zeit ist, in der der Pluto im Steinbock steht und dann endgültig in den Wassermann übergeht für die nächsten 20 Jahre. Und ich glaube, dass der Steinbock hier noch einiges versuchen möchte, hier durchzusetzen und durchzubringen. Und deshalb ist der November hier irrsinnig turbulent, ja. Der Turm, ja, hier passiert irgendetwas Plötzliches, irgendwelche plötzlichen Nachrichten treffen hier Anfang November ein. Okay, worum geht's denn hier? Was passiert denn hier? Hier gibt es einiges an Durcheinander. Königin der Schwerter. Entweder hast du es mit einem Luftzeichen zu tun, oder du, hoppala, was ist hier los? Hier geht es auch gleich drunter und drüber. Königin der Schwerter steht auch für Klarheit. Klarheit hier über etwas, aha, es kommt hier irgendetwas rein, irgendeine Wahrheit, irgendetwas hast du vielleicht bisher ignoriert oder war dir nicht wirklich bewusst. Es kann hier natürlich auch eine Enttäuschung sein, es kann hier aber auch einfach, hier wird Klartext jetzt gesprochen, ja, jemand spricht hier die Wahrheit, das kann dir für Durcheinander sorgen, vielleicht bist auch du diejenige oder derjenige, der hier die Wahrheit spricht, der hier jetzt Klartext spricht und hier einiges durcheinander bringt. Okay, was haben wir dann nachher? Natürlich Klarheit. Vielleicht wurden einige verletzt, vielleicht wurden manche bloßgestellt, man weiß es ja nicht, aber es wurde jetzt hier mal Klartext gesprochen und dann herrscht mal Klarheit. Ja, Klarheit ist nicht immer harmonisch und liebevoll. Nein, Klarheit, da wird auch mal die Wahrheit gesprochen, auch wenn sie der andere vielleicht nicht hören möchte, auch wenn es gerade nicht positiv für das Miteinander ist. Aber langfristig ist Klarheit natürlich schon besser. So, Acht der Kelche. Es bringt ja nichts, wenn ich alle immer nur um den Finger wickel und irgendwie versuche. Ja, das langfristig geht das nicht gut. Ja, es muss auch zwischendurch mal Klartext gesprochen werden, auch wenn hier vielleicht manche vor den Kopf gestoßen werden. Ich tendiere eher dazu, dass du der diejenige sein wirst, die hier Klartext spricht. Vielleicht spricht aber wirklich auch hier jemand anderer Klartext. Mit den Acht der Kelchen, man möchte hier jetzt neue Wege einschlagen. Sollte es hier um eine Beziehung sich handeln, geht es darum, dass hier neue Wege eingeschlagen werden wollen, partnerschaftlich innerhalb der Verbindung, innerhalb der Ehe, innerhalb der Liebe. Hier möchten vielleicht auch mal unkonventionelle Wege gegangen werden, einfach mal was Neues, ja, einfach mal dem Herzen zu folgen, der Liebe zu folgen hier und nicht immer nur irgendeiner Routine, die man schon immer so macht, sondern wirklich mal was Neues auch reinbringen in die Partnerschaft. So nehme ich das wahr bei denen, die bereits in einer Ehepartnerschaft hier sind. Ansonsten kann es hier auch bei manchen beruflich sein oder in einer Freundschaft oder in der Ursprungsfamilie. Dass hier Klartext gesprochen wird und man wirklich hier seinem Herzen folgen möchte. Vielleicht geht es ja auch um irgendeine Entscheidung, wo die anderen nicht dafür sind, dass du das machst und du stehst aber für dich und dein Herz hier ein, du weißt, das ist mein Herzenswunsch und diesen Weg gehe ich jetzt und auch wenn das andere hier nicht gut finden, du tust es trotzdem. So in dieser Stärke sehe ich dich hier, ja, das ist eine gewisse Stärke, wo du einfach Herz und Verstand hier in eine Richtung lenkst. Okay.
ein bisschen ist ja auch, ja, ganz egal, was hier mit dem Rest passiert. Ja, ich sehe ein bisschen, dass die anderen hier egal sind. Schauen wir mal, ob das hier positiv ist oder negativ ist. Schauen wir mal. 9 der Kelche, 6 der Kelche. Es ist natürlich auch nicht gut, wenn du dich immer hier anpasst und dich verstellst hier dem lieben Frieden willen. Wir sehen hier sehr, sehr schön, von den 8er Kelchen gehst du gleich in die 9 der Kelche über und man sieht hier, das Miteinander verändert sich. Das heißt, du unternimmst hier einen sehr, sehr großen Schritt in Wahrheit, wo du nicht weißt, was hier passieren wird. Es könnte ja auch sein, zum Beispiel, du triffst irgendeine Entscheidung, du sprichst hier irgendetwas an. Es könnte auch sein, dass dein Partner sagt, nein, das will ich auf gar keinen Fall und ja, ich trenne mich oder was weiß ich, oder dein Boss, dein Chef hier oder jemand kündigt dir die Freundschaft. Du sprichst hier Klartext und riskierst quasi die Verbindung, sagen wir die Verbindung, für die Wahrheit. Okay. Auch für Klarheit. Sehr, sehr gut. Denn was sehen wir hier? Die Verbindung wird noch viel intensiver dann werden, weil du hier Klarheit gesprochen hast. Wissen hier alle Beteiligten, woran sie bei dir sind und was sich verändern muss. Und du siehst, du gehst hier den Herzensweg und es wird dich hier irrsinnig erfüllen und du wirst sehen, die Verbindung wird hier viel, viel tiefer als zuvor. Also du gehst schon ein gewisses Risiko hier ein. Du gehst hier schon ein gewisses Risiko ein, aber dir ist wichtig, dass du deinem Herzen hier folgst. Und das Ganze wird sich positiv hier auswirken. So. Vielleicht bei denen, wo es jetzt hier nicht unbedingt um Partnerschaft geht oder Verbindung, kann es ja auch durchaus der Fall sein, dass man hier sagt, aus, ich kündige jetzt hier diesen Mietvertrag oder ich ziehe jetzt weg oder ja, irgendeine plötzliche Veränderung, die du hier einschlägst vielleicht. Ja, oder du kündigst dir grundsätzlich, du gehst jetzt hier einen ganz anderen Weg. Das wird dich hier sehr, sehr erfreuen. Das wird dich hier sehr, sehr erfreuen. Das waren jetzt hier leider zu viele. Es erwartet dich eine große Zukunft. Das habe ich jetzt gesehen. Ich habe nur kurz den Ritter der Münzen und den Stern vorblitzen sehen. Es erwartet dich eine großartige Zukunft. Ja, also ich sehe hier so Szenarien von bis. Es kann sein von die Wahrheit aussprechen. Ja, wirklich Klartext zu sprechen, auch wenn man damit ein Risiko eingehen könnte, sich zu trauen, auch vielleicht in der Firma, wo man sagt, ich spreche hier erstmal Klartext. Ich muss das tun, ich muss hier die Wahrheit aussprechen, es bedrückt mich sonst. Ich spüre ganz stark, es bedrückt dich sonst, wenn du das nicht aussprichst. Okay, das sorgt dir für einige Umbruch, das wird dir für einen Umbruch sorgen. Die Menschen haben gar nicht damit gerechnet, auch in deinem Umfeld. Ja, es kann von Klartext bis zu einer Entscheidung sein, die du hier triffst. Ja, von einer weitreichenden, einer kurzfristigen, nicht kurzfristigen, aber so eine kleine Entscheidung. Eine kleine und eine weitreichende. Von bis ist hier alles dabei. Was ich hier auf jeden Fall, was hier sehr, sehr stark zu erkennen ist, du folgst hier deinem Herzen, du möchtest hier nichts verschleiern, du möchtest zu dir stehen, du möchtest zu deinen Gefühlen stehen, du möchtest die Wahrheit hier auch aussprechen. Ansonsten bedrückt dich das einfach nur mehr. Ja, auch wenn es hier vielleicht gegen dein bisheriges Ziel hier steht, aber du kannst dich hier einfach nicht mehr selbst der Harmonie willen anpassen. Ja, das spüre ich sehr, sehr stark. Der Harmonie willen, des Harmonie willens hier anzupassen. Page der Kelche. Jemand findet das irrsinnig gut, was du hier machst. Jemand schaut hier hoch zu dir und denkt sich, wow, du bist echt eine starke Persönlichkeit, vielleicht auch ein Glückspilz. Vielleicht denkt jemand, das ist hier Glück. Ja, vielleicht erreichst du durch diese Klarheit, die du hier aussprichst, irgendetwas, ja? Und jemand denkt sich, nimm dich hier als Vorbild. Ich sehe hier, wie dich jemand als Vorbild nimmt einerseits. Andererseits sehe ich hier auch, wie jemand hier vielleicht auch in dich verliebt ist, ja? In dich und deine Art, wie du Dinge angehst.
wie du Dinge meisterst, auch wie du zu dir selbst stehst. Es kann ja auch ein Flirt sein. Ja, jemand ist hier sehr, sehr liebevoll, sehr, sehr charmant, sehr hilfsbereit auch. Ja, jemand möchte hier gerne mit dir sein. So, wie geht's denn hier weiter? Lieber Krebs, also was auch immer du hier Anfang November tust, es wird seine Früchte tragen. ja, also ich kann dir nur sagen, alles richtig gemacht. Solltest du dir hier wirklich überlegen, ja, soll ich das tun, soll ich das nicht tun? Ja, definitiv. Also ich sehe hier rein positive Auswirkungen. Ich sehe hier auch bei vielen, dass sie wieder den Fokus mehr auf die Liebe richten. Dass sie vielleicht vorher den Fokus irgendwo verloren haben und dabei aber auch die Liebe verloren haben. Ja, wenn man den Fokus auf die Liebe verliert, dann hat die Liebe immer weniger Platz im Leben. Wenn man sich auf lauter andere Dinge fokussiert, dann wird die Liebe immer weniger Platz im eigenen Leben einnehmen. Und das spüre ich hier bei dir ein bisschen in der Vergangenheit und ich sehe hier, wie du hier im November wieder dich mehr auf die Liebe fokussierst. Ja, du bist definitiv ein Wasserzeichen. Also die Liebe ist doch dein Steckenpferd sozusagen. Zweiter Stäbe. Ja, du bist bereit jetzt hier für die Zukunft. Du bist bereit hier für die Zukunft. Ich sehe hier, wie du einiges noch verwandelst, veränderst und jetzt dich wieder auf die Zukunft freust. Falls du in einer Partnerschaft warst, die hier schon sehr, sehr eingefahren, eingeschlafen war, sehe ich hier wieder, wie du den Fokus mehr auf die Liebe richtest, auch hier Klartext sprichst, ja, klare Worte hier sendest an dein Gegenüber und hier mit den zwei der Stäben dann Ende November hier sehr, sehr positiv in die Zukunft blicken kannst. Genau. Oh, jetzt habe ich die falschen Karten. Wir ziehen ja jetzt mit dem Witches Tarot weiter. Auf den Turm bitte. So, jetzt schauen wir mal genau, was hier los ist. Ja, hier ist irgendeine Situation einfach schon unerträglich für dich. Du machst dir sehr viele Sorgen, sehr, sehr viele Gedanken. Vielleicht weißt du auch gar nicht, wie das hier in Zukunft noch weitergehen soll. Ich sehe hier, vielleicht sprichst du auch mit jemandem. Oder vielleicht sieht auch hier jemand, dass es dir nicht gut geht. Vielleicht geht es auch deinem Gegenüber gar nicht gut. Wo jetzt hier wirklich auch Klartext gesprochen wird, es muss sich hier jetzt was verändern. Der Turmsturz ist hier eine ganz klare Veränderungskarte, eine sehr plötzliche. Vielleicht ist hier jemand krank, vielleicht geht sich jemand nicht gut und du beobachtest das oder jemand beobachtet dich und hier kommt jetzt rein, es muss sich hier gravierend etwas verändern in dieser Situation. Also es kann natürlich in deinem Beruf sein, es kann aber auch in einer Partnerschaft sein. Ja, natürlich kann es auch die Ursprungsfamilie sein oder die eine Freundschaft, aber grundsätzlich würde ich eher Beruf und Partnerschaft hier einkalkulieren. Ja, okay. Also irgendeine Situation tut hier jemandem gar nicht mehr gut. Das kannst du sein oder jemand anders. Und entweder beobachtet dich jemand oder du beobachtest jemanden. Und da muss jetzt hier Veränderung rein. Also so kann das nicht weitergehen. Ich spüre ganz klar dieses, so kann es nicht weitergehen. Da muss hier jetzt eine Veränderung rein. Okay, gut. Königin der Schwerter. Also da wird hier, wir sehen hier sehr, sehr viele Schwerter. Das wird ganz, ganz klar mit dem Verstand. Da wird ganz, ganz klar mit dem Verstand geregelt. Ja, das ist nicht gefühlsbetont. Wir sehen hier, der Kelch ist weggesperrt. Da herrscht hier Klarheit. Da herrscht hier wirklich Klarheit, ja, dass der Verstand auch merkt, allein mit dem Verstand geht's nicht. Also allein alles mit dem Verstand zu bewältigen, das alltägliche Leben, das bringt es überhaupt nicht. Ja? Da fehlt die Liebe komplett. Die Liebe ist hier weggesperrt, der Kelch. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber hier ist der Kelch weggesperrt. Der ist hier hinter Gittern bei der Königin der Schwerter. Und ich sehe hier, dass bei einigen die Partnerschaft hier oder auch der Beruf ja wirklich abgedriftet ist in rein
verstandesmäßigen Aufgaben, die verteilt werden. Oder Dinge, die man organisieren muss. Ja, und die Liebe ist hier vollkommen abhanden gekommen. Die Liebe zur Arbeit, die Liebe zum Partner, ja, vielleicht auch zu den Kindern, ja. Hier fehlt es. Hier fehlt etwas gewaltig und da muss jetzt hier eine Veränderung rein. Jemandem geht es ja auch schon nicht mehr gut. Es kann von Schlafstörungen bis zu einer Krankheit sein. Ja, ich spreche selten über Krankheiten, aber hier sehe ich schon etwas Stärkeres, wo man hier jetzt sagt, aus, Schluss jetzt, wir müssen jetzt was verändern. Vielleicht hat jemand Rückenschmerzen, vielleicht hat jemand ist jemand übergewichtig und kann gar nicht mehr wirklich mithalten. Ja? Verschiedenste Dinge sehe ich hier, wo man hier sagt, aus, wir müssen jetzt was verändern, gemeinsam. Gemeinsam hier etwas verändern. Die Liebe hatte keinen Stellenwert irgendwo mehr in deinem Leben. Da war die Liebe sehr, sehr, ja, hatte nur einen sehr geringen Teil. Okay. Achte Kelche, sechs der Stäbe und der Wagen. Es geht jetzt hier voran. Es sind drei Karten, die hier vorwärts gerichtet sind. Er schaut so in die andere Richtung, aber weil man schon einiges erreicht hat, natürlich ist auch eine gewisse Siegeskarte. Ich sehe hier auch, wie du hier sehr stolz auf dich bist, dass du hier vielleicht etwas angesprochen hast, was hier wirklich nicht mehr gut läuft. Ich sehe hier auch ein bisschen Stolz, ja, ein bisschen Ehre. Und der Wagen. Okay. Auch die achte Kelche ist sehr vorwärts gerichtet. Mit dem Wagen ist überhaupt die schnellste Karte hier im Tarot. Geht es jetzt hier wirklich vorwärts? Du hast hier auch die Unterstützung vom Universum und schau, was hier kommt. Die Liebenden. Die Lieben, ja, die Liebe wird hier im November irrsinnig wichtig werden. Irrsinnig wichtig hier wieder. Es kommt hier auch die Zeit, natürlich vor Weihnachten, ja, die vorweihnachtliche Zeit, falls ihr Weihnachten feiert, tun vermutlich die meisten hier auf meinem Kanal, aber trotzdem ist es auch eine Zeit der Stille, ja, es ist einfach diese harmonische Zeit mit der Familie in Stille, ja, man bleibt hier vielleicht etwas mehr zu Hause, trifft sich mit seinen Liebsten und das sehe ich, dass es wieder im Vordergrund steht, also Vorweihnachtszeit ist hier definitiv gesichert. Ich sehe hier wieder, wie Partnerschaft und Familie hier wieder hochlebt. Ja, wo man sich hier wieder vertragt, versteht, Dinge auch angesprochen wurden, die nicht passen, aber jetzt wieder auf das Gemeinsame schaut und sich miteinander hier eine schöne Zeit macht. Ja, und die Liebe hier wieder hochleben lässt. Es ist natürlich immer die Frage, wie viel Raum gebe ich der Liebe denn in meinem Leben? Ja? Wenn ich den ganzen Tag gestresst bin, Dinge erledigen muss, Arbeiten erledigen muss, mich um irgendetwas kümmern muss, dann ist natürlich der Raum, der für die Liebe dann im Endeffekt bleibt, sehr, sehr gering. Ja? Und das kannst nur du selbst entscheiden und da ist auch die Königin der Schwerter sehr, sehr wichtig, dass du hier wirklich mit dem Verstand sagst, okay, ich möchte... Zum Beispiel, das kann auch gewisse Klarheiten reinbringen, wo man sagt, ein Abend in der Woche, den verbringe ich wirklich effektiv mit meinem Partner. Ohne Telefon, ohne allem, ja, einfach mit meinem Partner ein Date, ja, oder mit der Familie, ja, dass man hier wirklich mit dem Verstand eine Entscheidung trifft, was hier wirklich wichtig ist, was der Liebe auch zuträglich ist. Ja, weil die Liebe geht sehr, sehr schnell unter in unserem stressigen Alltag. Das ist leider so. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, uns Zeit für die Liebe zu nehmen. Page der Kelche und Zeit für die Liebsten natürlich. Die Hohepriesterin. Ja. Jemand schätzt das hier sehr. Wie ich vorhin schon gesagt habe, jemand schätzt das sehr an dir, dass du das erkannt hast, dass hier etwas nicht mehr ausgeglichen ist, ja, hier ist etwas nicht mehr ausgeglichen, hier war sehr, 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 sehr viel im Verstand nur mehr, ja, was muss alles erledigt werden, sehr, sehr viele Aufgaben nehme ich hier wahr, die du bewältigen musstest, nein, so, ich sehe ganz, ganz klar, auch, nein, so kann mein Leben nicht aussehen, so kann mein Leben nicht weitergehen, so dieses Hamsterrad, das ich sehe gerade, ja, es fehlt ja komplett hier an der Liebe. Auch wenn du hier einen Partner hast, die gemeinsame Zeit,
die wirklich hier liebevoll war, die war sehr, sehr rar. Die Liebenden. So, zweimal die Liebenden. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und die sechste Kirche noch. Hatten wir hier auch in der Mitte der Legung mit den Liebenden. Ja, ich glaube, ihr kriegt die Kurve. Auch wenn der Anfang November hier sehr, sehr harsch sein könnte, bekommt ihr hier wirklich die Kurve und merkt auch, okay, ich meine, die Liebe kann ja gar nicht da sein. Wir schauen ja gar nicht darauf, dass sie irgendwo einen Platz in unserem Leben hat. Ja, das Zeit für die Liebsten, Zeit für das Miteinander. Ja, das ist alles nur mehr stressig, geht alles irgendwie nur nebenbei. Ihr bekommt da die Kurve hin, ja, ihr kriegt die Kurve und werdet hier die gemeinsame Zeit wieder mehr zu schätzen wissen. Ja, ich sehe ein sehr, sehr schönes Miteinander. November ist ja wirklich ganz, ganz wunderschön für euch. Karma, zweite Stäbe. Ich spüre dich ein bisschen, wie du hier austreten möchtest aus diesem bisherigen Kreislauf, ja, aus diesem Hamsterrad. Wir sehen hier beim Karma immer dieses Hamsterrad auch, das immer und immer und immer wieder kommt. Du bist jetzt hier bereit, positiv in die Zukunft zu blicken, Neues vielleicht auch zu integrieren in deinen Alltag, Neues auszuprobieren, das spüre ich hier sehr, sehr stark. Und kannst wieder positiv in die Zukunft blicken. Ich sehe auch, wie du hier sagst, das Alte kenne ich schon, ja, das ist irgendwann ausgelaufen, ausgeleiert, ja. Und du bist jetzt hier bereit, Neues zu versuchen, Neues hier in die Liebe zu integrieren, in dein Leben, ja, die Liebe wieder mehr hier aufleben zu lassen. So, wir ziehen jetzt hier noch. Eine Rider-Waite, nein, nicht nur eine, wir schauen jetzt hier tiefer rein mit den Rider-Waite-Karten. Welche Informationen dürfen wir hier jetzt noch erfahren? Um welche Personen geht es hier ganz genau? Und ich ziehe auch noch ein Herz bzw. eine Glückskarte für dich. Schau gerne vorbei in der weiterführenden Legung hier auf YouTube im VIP-Mitgliederbereich. Ab Stufe 2 sind die weiterführenden Legungen für dich verfügbar. Und ansonsten schau dir natürlich auch gern dein Mond, Mars, Venus und Aszendentzeichen an, denn es könnte hier eine wichtige Botschaft für dich dabei sein. Abonniere natürlich kostenlos diesen Kanal, damit wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe, einen ganz, ganz wundervollen November und bis zum nächsten Mal. Tschüss!